Willkommen zu meinem Video über die Norwegian Prima. Ich werde euch in dem kurzen Video meine schönsten Plätze, die Besonderheiten vorstellen und einfach zeigen, was die Norwegian Prima so drauf hat. Bei den Restaurants gibt es auf der Norwegian Prima ja natürlich sehr viel Neues, aber drei Sachen, die mir besonders gut gefallen. Das eine ist das Palomar, ein neues Seafood-Restaurant, bisschen griechisch angehaucht, ganz spannend, da gucken wir uns gleich ein paar Videobilder an dazu. Zweite ist hier, wo ich sitze, das Hudson's, ein Hauptrestaurant, aber wie man sehen kann, ein wirklich wunderschön gestaltet. Das ist so ein Raum mit ganz, ganz viel Glasfront nach hinten und zur Seite, wo es eigentlich keine schlechten Plätze gibt. Man sitzt überall, wo man sitzt, hat man den Blick aufs Meer. Und das dritte Restaurant, das ist die Indulge Food Hall. Das ist ein neues, so eine Art Buffet-Restaurant-Konzept, wobei man auch am Tisch sitzen und sich bedienen lassen kann. Man bestellt per Tablet und hat 11 verschiedene, so eine Art Food-Stände, wenn man so will. Also mit ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen, ganz verschiedenen Gerichten, die man sich eben so zusammenstellen kann, wie man das gerade möchte. Und auch da schauen wir in dem Video einfach mal rein und gucken uns das an. Hat nämlich auch einen wunderschönen Außenbereich, sodass man auch im Freien sitzen kann.
der Deutsche Prima auch wieder ja, einen Speedway, einen Racetrack mit Kartbahnen und auch noch ganz vielen anderen, ja, so ein bisschen verrückten Attraktionen. Trockenrutschen, zwei Stück, auch ziemlich interessante, ein Adventure-Minigolf-Platz, eine ganz neue Wasserrutsche. Und auch das schauen wir uns im Video einfach mal an. Das kann man viel besser zeigen als erklären. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you'll problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that. Als ich von der Idee gehört habe, dass auf der Norwegian Prima ein Skulpturengarten entstehen soll auf dem Promenadendeck hier, war ich mir nicht so sicher, ob das funktionieren würde. Was soll Skulpturen auf der Promenade von dem Kreuzfahrtschiff? Aber letztendlich, wenn ich mir das hier anschaue, es ist wirklich gelungen, es macht richtig Spaß. Es erinnert mich fast so ein kleines bisschen ja, an den Central Park bei Royal Caribbean. Es ist eine wunderschöne Stelle, wo man ein bisschen spazieren gehen kann. Am Abend sind die Skulpturen auch ein bisschen beleuchtet, verändern so ein bisschen ihre Form, ihre Farben. Insofern eine wirklich sehr schöne Stelle. Den Künstler getroffen, der diese ganzen Kunstwerke hier geschaffen hat, Alexander Krivoschei. It's actually a very heartfelt story. Usually during Christmas, I always had a hard time because, you know, being an artist and a sculptor, especially with metalwork, it's feast or famine, and there's no joke about that because, you know, you have to put everything you have into the studio and. There was a lot of Christmases I didn't have the money to afford to buy presents for everyone, but everyone could afford to buy presents for me.
So I said, okay, what can I give that's so unique, that's different than any kind of present? And it was to build little tiny sculptures, but I can only afford the metal from my bronze scraps, from a scrap bin. So any kind of scraps that I always had, I just, I pulled them out, and I found, like, you know, what is each family member in my family, like, what's their true love? And my sister loved miniature dachshunds. So I made her a little mini dachshund that's like a puppy waiting for its treat, with its big feet and its floppy ears. It's a treat. And, yeah, the large, I wanted to accentuate everything, you know, so. Especially with immersing yourself into it, becoming a part of the sculpture. So I always like that, that I leave room around for people to play with it, for people to touch it, to feel the actual surface of it, and actually become a part of it if you sit in the center like this. Hat sich Norwegian Cruise Line auf der Norwegian Prima was wirklich Besonderes eingefallen lassen. So eine Art von Spa, wie wir das hier haben. Also richtig, ja, zwei Decks hoch, diesen Poolbereich hier, ist einfach unglaublich. Das ist eine faszinierende Art und Weise, ein Spa zu präsentieren. Und ja, wir haben einfach ein paar Bilder im Spa gemacht. Das ist ja immer nicht viel Zeit, weil man steht da in der Früh um 8, kurz vor 8 vor der Öffnung da, und die Gäste sind draußen schon, die alle das Spa nutzen wollen. Und wir machen ganz, ganz schnell noch Fotos und Videos. Aber ein paar Bilder habe ich mitgebracht. Thank you.
Für den Haven-Bereich hat sich Norwegian ein ganz neues Konzept auf der Norwegian Prima einfallen lassen. Der Haven ist nämlich jetzt nicht mehr in dem Courtyard, quasi im Inneren des Schiffs, sondern man hat den Haven ganz nach hinten verlegt und das Sonnendeck des Havens ist eben jetzt am Heck ganz oben mit einem ganz wunderbaren Infinity Pool, ja, und eben einem großen Sonnendeck mit wirklich, wirklich weitem Blick übers Meer. Sehr viel schöner, sehr viel mehr nach außen aufs Meer gerichtet. Gibt es noch viel mehr, als wir in dem kurzen Video zeigen können. Und ich möchte auch Highlights und meine Lieblingsplätze zeigen und euch das ganze Schiff im Video vorstellen. Deshalb, unter dem YouTube-Beitrag ist ein Link zu meinem wirklich ausführlichen Schiffsporträt. Dort findet ihr alle Details, alle besonderen Plätze auf der Norwegian Prima. Also schaut dort vorbei, denn da gibt es noch viel, viel mehr und viel, viel mehr Details auch zu den Orten, die ich euch hier schon im Video gezeigt habe. Danke fürs Zuschauen. Franz Neumeier, Brustrix.de.